Viel Spaß mit diesem Video. Wenn es gefällt, ich freue mich über einen Kommentar, über ein Like und natürlich über ein Abo. So, ein neues Video aus der ewigen Reihe Hackfleisch. Hackfleischbällchen, Hacksteaks, Frikadellen, wie auch immer. Wobei das jetzt definitiv keine Frikadellen sind. Also, es geht hier um das Hackfleisch. Ich zeige das ganze Gericht, aber es geht vor allem um das Hackfleisch. Was mache ich dieses Mal rein? Eiweiß und Ricotta, das sind so mit die Hauptbestandteile, die ich in die Hackfleischmasse mache. Natürlich noch eine zusätzliche schöne Würzung. Und ein Traum. Also es ist immer wieder interessant, was man mit Hackfleisch machen kann und wie man das wirklich so variieren kann, dass definitiv auch was anderes rauskommt. Es sind super fluffig geworden, sehr geschmackvoll, sehr saftig auch. Und ich bin mir sicher, dass das an diesen zwei Komponenten liegt. Schaut euch das an, lasst euch inspirieren und guten Appetit. So, einerseits geht es hier um die Hackfleischzubereitung, die sehr speziell ist, aber ich zeige euch natürlich auch das ganze Gericht, passt alles zusammen. So, ich habe erstmal ein paar Kartoffeln grob geschnitten. Ich koche auch hier wieder für zwei Personen, also da ein bisschen an den Mengen orientieren. Dann Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl, da habe ich jetzt noch ein bisschen scharfes Paprikapulver dazu gemacht und dann alles eingeschwenkt in eine geeignete Form. Ich habe hier noch ein bisschen Backpapier noch drunter gemacht und in den Ofen bei 200 Grad Heißluft und das dauert ungefähr 40, 45 Minuten. Dann haben die schön Farbe. Dann habe ich reichlich frischen Thymian in ein Schälchen gepackt. Das ist wirklich reichlich. Man sieht das ja hier. Und das kommt nämlich gleich auch in das Hackfleisch rein. Ja, also frischen Thymian. So, dann für eine weitere Beilage, das kommt natürlich nicht ins Hackfleisch, habe ich die Paprika in Streifen geschnitten. Und die weißen Zwiebeln werden passend dazu in grobere Streifen geschnitten. Das kommt gleich in die Pfanne und wird sensationell zubereitet. So, Hackfleisch, halbes Kilo, zwei Personen. Da habe ich drei Esslöffel oder zweieinhalb Esslöffel Ricotta reingemacht. Dient natürlich dazu, ein bisschen Fett noch reinzukriegen, ein bisschen Fluffigkeit. Das ist Eiweiß, scharf. Kann natürlich auch mildes nehmen, drei Esslöffel reingemacht, Salz, Pfeffer, das ist mein heißgeliebtes Kumin, das nutze ich fast immer, wenn es um Hackfleisch geht und das wird jetzt richtig heftig miteinander vermengt. Und ich sehe gerade den Thymian, den habe ich zu den Paprika tatsächlich gemacht und nicht in das Hackfleisch. Sorry für die Fehlinformation ganz am Anfang. So, dann habe ich, ich weiß nie warum, aber manchmal habe ich die Lust, flach zu formen, oval zu formen oder rund zu formen, habe ich die in so ovale Stücke geformt und habe so eine Grillplatte erhitzt. So, und das ist jetzt die große Pfanne, da ist, sind die Zwiebeln und die Paprika drin. Da kommen die Thymianblätter rein in Olivenöl. Das wird jetzt erstmal schön angedünstet und wird nachher noch einer speziellen Behandlung unterzogen, dass das richtig karamellisiert ist und einen sensationellen Geschmack ergibt. Das ist eine Beilage. Ja? Unten im Ofen sind die Kartoffeln währenddessen dran und die Hackfleischstücke, die brauchen ungefähr 10-12 Minuten, von beiden Seiten 5 bis 6 Minuten, daran muss man sich so ein bisschen orientieren. So, ich habe eben Salz, Pfeffer nochmal da dran gemacht, dann etwas Honig. Das war Portwein und etwas Balsamico.
Und das wird jetzt komplett wegreduziert. Das werdet ihr nachher sehen. Das ist komplett weg nachher, ja. Und dann ist das richtig schön karamellisiert. Dazu habe ich einen kleinen Gurkensalat gemacht. So, und jetzt werden die Hackfleischstücke auf dem Grill gemacht. Ich drücke die dann immer so flach, so flach, wie ich das haben will. Die habe ich jetzt, das müssten so 1,5 Zentimeter gewesen sein. Sensationell. So, und durch den Eiweiß und das Ricotta da drin sind die extrem fluffig, extrem geschmackvoll. Es ist richtig gut. So, und das ist das Essen. Diese karamellisierten Zwiebeln und Paprika, wunderbare Backofenkartoffeln und dieses wunderbare Hackfleisch, ein Salat dazu, dann nochmal dazu, Eiweiß, ihr seht ja, ein Punk IPA, Indian Pale Ale Bier dazu, passt da alles wunderbar. Das Hackfleisch ist eine Sensation. Unbedingt nachmachen, guten Appetit.